vier Fragen an gibt BHC-TV einen regelmäßigen Einblick in sein Partnernetzwerk. Heute waren wir in Wuppertal bei Simone Alt von Brillen Alt, dem Löwenpaten von Kreisläufer Benjamin Meschke, zu Gast. Als Löwenpate von Benjamin Meschke haben Sie sich für die sichtbare Präsenz auf dem Trikotärmel unseres Kreisläufers entschieden. Wie wichtig ist Ihnen im Rahmen der Partnerschaft diese persönliche Beziehung? Eine persönliche Beziehung ist super wichtig. Ein Logo an der Wand nützt überhaupt nichts. Man muss einfach Farbe bekennen. Und Farbe bekennt man, indem man sich mit einem Spieler identifiziert. Und das war für mich das Wichtigste. Beim Handball, da geht es Schlag auf Schlag. Und da braucht man ja einen scharfen Blick, um die richtige und schnelle Entscheidung treffen zu können. Wie passt da Brille und Ballsport zueinander? Bei den Kindern und in der Jugend sind die Sportbrillen super wichtig, auch gerade im Ballsport. Sie sind zertifiziert und sie sind prallschutzgeeignet. Aber nach der Jugend, also im Erwachsenensportalter, gerade im Handball, funktionieren Brillen gar nicht mehr, sondern man muss dann wirklich auf Linsen umsteigen, um die Optik und die Aktionszeit, nicht die Reaktionszeit, zu optimieren. Als qualifiziertes Handwerk sind Sie mit Brillenart im Unternehmernetzwerk im Bergischen Land von Incento aktiv. Das Netzwerk ist 2006 gegründet worden. Was war die Intention und wie hat es sich entwickelt? Also 2006 haben wir angefangen mit 18 Unternehmen, mittlerweile sind wir 28 gehobene Unternehmen, die Wuppertal repräsentieren, und einige Partner sind auch beim BHC. Ich denke, das spricht für sich. Die Kraft in uns ist der bestimmende Claim beim BHC. Welche Kraft sehen Sie in der Zukunft des facettenreichen Wirtschaftsstandortes des Bergischen Landes? Ja, Standort Bergisches Land geht nur über Wuppertal und dessen Aushängeschilder, wo ich uns auch ganz klar sehe. Spezialisierte Geschäfte, wie wir eins sind, haben Zukunft. Austauschbare Geschäfte, die werden es schwer haben. Und die Spezialisierung ist super wichtig. Und dementsprechend sind diese Geschäfte im ganzen Bergischen Land super gefragt.